Durftet jetzt. Gut. Also. Tagchen, liebe Freunde, liebe Leute. Wir sind Dit, Icke und Er. Ich bin Dicke, er ist Er. Wir haben uns ja jetzt lange nicht mehr gemeldet bei euch. Hoffen sehr, es geht euch gut. Uns geht es soweit gut. Haben gut zurückgefunden in unser Leben. Und ja, also ist ja auch immer viel passiert mit Beziehungen. Dann kommen die, dann gehen die. Oder letzten Sommer war auch was groß. Da haben wir versucht, also dieses Festival, ja, haben wir ja gemacht. Und war auch sehr schön, war Knaller gewesen, waren ja viele von euch auch da gewesen. So. Wobei jetzt im Nachhinein muss man sagen, wir hatten uns ja ein Ziel gesteckt und das haben wir jetzt nicht erreicht. Also ich sag mal, Berlin in seiner ganzen Jänze zu retten hat nicht funktioniert. Da muss man Robi auch ehrlich sein, oder was sagst du? Mann, du faselst immer. Das kann man doch auch in zwei, drei Sätzen sagen. Da hast du auch wieder recht. Machen wir es kurz. Also Leute, worum es eigentlich geht. Wir haben ein neues Album gemacht. Ja, ist jetzt keine große Geschichte, kein Grund zum Durchdrehen. Ja, ist so ang pazang entstanden. Und da also jetzt unsere Freunde, sag mal privat, unsere Musik auch ja nicht hören. Und wir wollen das ja auch irgendwem vorspielen. Dachten wir, ihr habt vielleicht Bock drauf, euch das mal anzuhören. Es heißt L-I-B-E, ja. Und wie der Name Liebe auch schon verrät, geht es um Gefüge, um sehr große Gefüge und auch um sehr kleine Gefüge gleichzeitig. Und ja, was soll ich sagen? Also hört es euch mal an. Es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Gibt es jetzt nicht als CD, weil wir haben ja auch keine Plattenfirma mehr oder was. Das gibt es jetzt bei uns auf der Seite, icke-und-er.de. Oder wo es halt sonst noch so im Netz rumschwirrt. Hört es euch an. Sind, ich würde sagen, sehr schöne Sachen dabei. Ihr seid sehr gut drauf. Macht es gut, Leute. Oder war das jetzt kurz genug?